Mich fasziniert vor allem das kleine Spital. Man lernt sehr schnell die Leute kennen. Und auch im Team in der Radiologie ist es sehr wichtig, dass jeder am anderen hilft. Der abwechslungsreiche Arbeitsalltag ist der, der sehr herausfordernd ist und faszinierend. Wir haben verschiedene Patienten, wir haben Ambulante, wir haben Stationäre, wir haben von der Intensivstation Patienten oder vom Notfall Verletzte. Man muss sehr flexibel sein und improvisieren können. Wir haben Wochenenddienst, wir machen natürlich auch Picke, Samstag, Sonntag und in der Nacht. Ein kleines Spital hat natürlich auch die Situation, dass Radiologie auch zuständig ist für Pneumologie. Also wir machen die Lungenfunktionen im Bodyplate-Dysmograph. In der Kardiologie machen wir Langzeit-EKG, Langzeit-Blutdruck oder wir helfen bei der Ergometrie. Das ist aber ein kleiner Teil, der Großteil ist die Radiologie. Wir machen etwa 3000 CTs bis 4000 im Jahr und auch 3000 bis 4000 MRI.